Schönen guten Morgen wünsche ich euch in dieser doch recht ungewöhnlichen Zeit. Ich sehe schon, da kommen schon Kommentare rein. Ja, ganz kurz Vorstellung. Ich weiß, dass einige dabei sind heute, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen. Mein Name ist Claudia Koscheda. Abenteuer Homeoffice ist mein Business. Und wir sprechen heute darüber, ob Zoom weiter zu verwenden ist oder nicht, beziehungsweise was ihr tun könnt, um Zoom für euch einfach ein bisschen sicherer zu machen. Ja? Fangen wir erst einmal an, was ist denn überhaupt passiert, beziehungsweise die Aufforderung von mir an euch, tief durchatmen. Ja, es ist alles nicht so schlimm, wie es dargestellt wird. Ihr braucht also da jetzt keine Angst haben. Trotzdem der Hinweis, ich bin keine Rechtsanwältin, ich bin zwar Programmierer gewesen in Anstellung, aber nicht so tief, dass ich also jetzt irgendwas über Accounts hacken oder ähnliches sagen könnte. Und natürlich ist es für mich persönlich sehr doof, dass das jetzt passiert ist, ja, dass Zoom also so in Verruf kommt, beziehungsweise halt in den Medien unterwegs ist, weil ich ja am Dienstag meinen großen Zoom-Kurs veröffentlicht habe, ja, gelauncht habe. Aber ich finde, es ist noch viel, viel doofer, ja, und das hat gar nichts mit meinem Kurs zu tun, dass diese Verunsicherung jetzt so groß ist, ja. Weil Zoom eine Möglichkeit für viele Einzelunternehmerinnen, Einzelunternehmer, Coaches, Trainer, Berater, Seminarleiter ist, überhaupt noch irgendetwas in ihrem Business zu machen, was Geld bringt, was Umsatz bringt. Und es ist einfach wichtig, damit diese Zeit überstanden wird. Ja? Und dass jetzt durch diese Meldungen, die teilweise alte Meldungen auch herausgekramt worden sind in den Medien, so eine Verunsicherung verbreitet wird, das ärgert mich persönlich ganz besonders. Ja. Was ich in den letzten Tagen an Meldungen zugeschickt bekommen habe, Artikel zugeschickt bekommen habe, Gott sei Dank von beiden Seiten, das heißt positiv und negativ, das war wirklich gewaltig und deswegen habe ich eben auch mich dazu entschlossen, heute mal dieses Live für euch zu machen. Also nochmal zurück, was ist denn passiert, was wird denn in den Medien so berichtet? Das erste ist, dass fremde Leute einfach im Meeting auftauchen, den Bildschirm teilen, dort Pornografie abspielen oder irgendwelche Hassmeldungen von sich geben. Das ist einmal das Erste, was passiert ist. Was ihr dagegen tun könnt, kommt dann noch, ja. Aber es ist ganz logisch, wenn wir die Scheunentore aufmachen mit unseren Meetings, dass da eben auch ein paar Schweine reinkommen, ja. Also in diesem Bild bleiben wir mal. Das Zweite ist die Datenweitergabe an Facebook. Das ist inzwischen übrigens abgedreht worden von Zoom. Es war so, dass wenn ihr auf einem Apple-Gerät euch bei Zoom angemeldet habt, noch dazu euer Konto von Zoom mit Facebook verknüpft habt, wen wundert's, dann wurden natürlich die Daten an, oder natürlich unter Anführungszeichen, wurden die Daten weitergegeben an Facebook. Dann kam noch die Meldung, dass es keine End-to-End-Verschlüsselung gibt. Das ist so auch nicht richtig, sondern da gibt es eine Lücke, an der Sie hoffentlich gerade arbeiten, wenn sich die Leute per Telefon einwählen, dass es keine End-to-End-Verschlüsselung gibt. Sonst, wenn man über den Browser oder die App arbeitet, sehr wohl. Ja, und das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass ein Regierungsmitglied der britischen Regierung einen Screenshot von einem Meeting gemacht hat. In diesem Screenshot war noch die Meeting-ID zu sehen, über die man sich natürlich in jedes Meeting einwählen kann. Und die Namen der Teilnehmer im Meeting waren auch zu lesen. Nicht sehr schlau, kann aber Zoom nichts dafür. Ja? Also das sind so die Sachen, die aufgetaucht sind. Was ist jetzt meine persönliche Konsequenz draus? Ganz einfach, ich werde im Kurs, in meinem Zoom-Kurs, ein großes Kapitel Sicherheit machen. DSGVO gibt es schon ein Kapitel, dankenswerterweise befüllt von der Anita Leverenz, die zertifizierte Datenschutzbeauftragte ist. Ihr könnt einen AVV mit Zoom abschließen, da ist also wirklich alles
bombensicher. Das ist also auch vom Dr. Schwenke, glaube ich, bestätigt worden. Ich werde das alles irgendwie zusammenschreiben und auch in einem Blogartikel verarbeiten. Aber ich werde eben in meinem Kurs auch noch ein Kapitel Sicherheit hinzufügen, weil es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie ihr genau diese doofen Dinge, die ich euch vorhin jetzt gerade aufgezählt habe, vermeiden könnt. Ja? Ich sehe auch schon, die Frauke hat in den Kommentar, danke Frauke, einen Beitrag vom Dr. Schwenke dazugegeben. Der ist, soweit ich das in der Überschrift oder im Kommentar gelesen habe, sogar der Meinung, dass Zoom eines der sichereren Tools ist, mit denen man Meetings abhalten kann. Ja? Also, wenn ihr Bedenken habt wegen Zoom, dann kommt es jetzt mal drauf an, wie arbeitet ihr mit Zoom? Ja? Ist das 1:1 Arbeit? Das heißt, ihr habt immer nur ein Gegenüber. In eurem Meetingraum sind das Kursmeetings, das heißt kursinterne Meetings, wie ich zum Beispiel in HomeSuite Office 2.0 habe, mein wöchentliches Coworking, die Live-Meetings, die Mastermind-Meetings. Ja, da geht natürlich nichts nach außen. Da veröffentliche ich auch nirgendwo, außer für meine Kursteilnehmerinnen, den Link dazu. Ja. Oder es sind Meetings mit Leuten, die ihr nicht kennt, die einfach so auftauchen, wo ihr schön öffentlich sagt, kommt vorbei. Wir plaudern miteinander. Ich weiß, das ist momentan wirklich sehr, sehr beliebt und das ist auch total nett gemeint. Aber wenn ihr nicht wisst, wer da reinkommt und ganz öffentlich diese Meeting-ID, also den Link zum Meeting veröffentlicht, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn da irgendwie komische Leute drinnen sind. Ja? Oder noch eine Möglichkeit, macht ihr Webinare. Ja? Und ich bin ja die Verfechterin davon, dass ich immer sage, ich weiß, es kostet $40 im Monat mehr, wenn man die Webinar-Version dazu kauft, zur Pro-Version. Aber in den Webinaren habt ihr ganz andere Möglichkeit, da die Kontrolle über die Leute zu haben. Ja? Das ist einfacher. Das heißt, sobald ein Meeting, sage ich jetzt einmal, 20 Leute sprengt, würde ich auf jeden Fall auf die Webinar-Version umsteigen, weil da die Teilnehmer nicht so viele Möglichkeiten haben und ihr nicht so viel abdrehen müsst, ja, und aufpassen müsst. Aber das nur dazu. Ganz allgemein, loggt euch bitte nicht mit eurem Facebook- oder Google-Profil bei Zoom ein, bei gar keinem anderen Tool. Ich weiß schon, das ist bequem, das ist einfach, ihr braucht euch nicht noch mehrere Passwörter zu merken, aber dafür gibt es wieder Passwortmanager. Und egal, ob das jetzt welches habe ich, LastPass oder OnePass oder sonst irgendwie heißt, ja, die speichern ganz, ganz viele Benutzernamen und Passwörter ganz sicher ab, verschlüsselt ab, ja, und drum bitte seid nicht zu bequem, das ist halt immer die Geschichte, wenn es uns sehr einfach gemacht wird, dann nehmen wir dieses Einfache an und was passiert dann, hoppala, es passiert eben, dass Sicherheitslücken auftreten. Ja? Also niemals, nie, nicht, wo immer ihr die Möglichkeit habt, euch mit E-Mail-Adresse und Passwort einen Account zu erstellen, dann tut das bitte. Beispiel, Gegenbeispiel ist das BeLive, wo ich ja vorige Woche einen Blogartikel drüber und eine Anleitung veröffentlicht habe, mit dem ich jetzt gerade live bin. Da geht's nicht anders, ja. BeLive ist dazu da, um auf Facebook live zu gehen und dementsprechend sind die beiden miteinander verknüpft, ja. Das muss einem einfach klar sein, ja, wenn man diese Tools verwendet. Zweites, was ich also auch öfters gesehen habe, ist, jeder, der einen Account bei Zoom hat, hat eine persönliche Meeting-ID. Ja, das ist also ein persönlicher Raum. Und das sagt ja schon, der ist persönlich. Ja, das heißt, jedes Meeting, jedes 1:1, jedes Orientierungsgespräch, das ihr über diesen persönlichen Raum macht, ja, gibt natürlich dem anderen eure ID preis. Das heißt, persönliche Meeting-ID, persönlicher Meetingraum bitte nur für persönlich verwenden, ja, und nicht allgemein bekannt geben.
und allgemeine offene Meetings zum Beispiel drüber stattfinden lassen. Ja, ihr könnt für jedes Meeting, das ihr anlegt, wird eine eigene Meeting-ID kreiert. Ja, wenn es nun ist, dass ihr das schon gemacht habt, dann könnt ihr in eurem Profil, das heißt auf der Web-Oberfläche auf zoom.us in eurem Profil drinnen, diese Meeting-ID updaten, die könnt ihr ändern, wenn ihr die schon irgendwie zu viel verstreut habt und zu viel weitergegeben habt. Ja. Bitte postet keine Zoom-Links, aber das gilt auch für Skype und für andere Meeting-Plattformen öffentlich auf Facebook, auf Twitter, in anderen sozialen Netzwerken, auf eurer Homepage. Ja, das ist einfach nicht notwendig, beziehungsweise das ist einfach gefährlich, das so zu veröffentlichen. Dann kann es passieren, dass da eben ein paar Leute reinkommen, die ihr nicht gerne habt, beziehungsweise dass diese ID beziehungsweise dieser Link auch weitergegeben wird. Das ist nicht notwendig. Ja, ich weiß, dass die Intention bei vielen dahinter ist, naja, die Leute sollen sich nicht anmelden müssen mit ihrer E-Mail-Adresse jetzt bei mir und in die Liste kommen, um da teilnehmen zu können. Ich möchte dann Open Space quasi öffnen. Ich weiß, dass das total nett gemeint ist, aber das ist nicht gut. Ja, das ist einfach nicht sicher. Dann sorgt lieber für die Sicherheit, lasst die Leute sich in eine Liste eintragen. Ihr müsst denen ja bitte nicht nachher ungefragt Newsletter schicken, das tun wir ja so und so nicht. Und dann bekommen sie sicher eben diesen Link von euch zugestellt. Ja, also das finde ich persönlich auch für die Sicherheit der anderen, die da teilnehmen, auf jeden Fall eine schlauere Idee. Wenn ihr 1-zu-1-Meetings habt, Gruppenmeeting habt, was auch immer, dann verwendet für diese Meetingräume Passwörter. Ja, Passwörter oder und Warteraum. Man kann bei jedem Meeting einstellen, also erstens kann man es in die generellen Einstellungen einstellen, dass immer ein Warteraum geöffnet wird. Aber wenn ihr das nicht immer wollt, ich will das zum Beispiel bei meinen kursinternen Gruppen und Meetingräumen nicht unbedingt, dann stellt es das halt in dem Meeting so ein, dass es einen Warteraum gibt. Ich habe das gestern das erste Mal mit einer größeren Gruppe ausprobiert. Das war eine Schulung von Homeoffice-Mitarbeitern einer Firma in Deutschland. Und da kriegt ihr trotzdem diesen Pink-Ton, dass jemand im Warteraum ist. Und ihr müsst ihr dann nicht einzeln reinholen ins Meeting, sondern ihr könnt also auch klicken auf alle hereinholen. Und diejenigen, die nicht rein dürfen, die bleiben draußen. Dann könnt ihr auch hergehen, könnt einzelne Meeting-Teilnehmer rausschmeißen. Und wenn die versuchen, nochmal reinzukommen, dann sitzen sie wieder im Warteraum und da dürfen sie sitzen, bis das Meeting vorbei ist. Ja? Also schaut euch die Einstellungen von Passwörtern und Warteraum unbedingt an. Ja? Nächste, verschickt bitte keine E-Mails über Zoom. Muss nicht sein. Ja? Das bedeutet nämlich, dass sich die Leute wirklich mit der E-Mail-Adresse anmelden müssen und dann könnt ihr eben eine Einladung schicken. Und es ist euren Teilnehmern auch möglich, ohne ein Zoom-Konto, das heißt ohne Registrierung der E-Mail-Adresse, beizutreten einem Webinar und einem Meeting. Das ist also so nicht so, dass jeder was runterladen muss. Das ist zum Beispiel auch der große Unterschied zu anderen Tools oder Meeting-Tools wie zum Beispiel GoToMeeting. Da muss derjenige, der beim Webinar oder Meeting dabei sein möchte, muss sich etwas herunterladen auf den Computer. Anders geht es nicht. Ja? In Zoom geht es anders. Die Leute müssen sich nichts am Computer installieren. Das ist natürlich besonders wichtig, wenn eure Zielgruppe nicht so ganz Internet-Computer-affin ist, ja, dass ihr denen erklärt, wie das ohne Anmeldung geht. Habe ich natürlich auch ein Kapitel im Kurs drinnen. Dann ist noch die Geschichte mit den telefonischen Einwahlnummern. Ihr habt die Möglichkeit, das völlig abzudrehen und zu sagen, die Leute dürfen nur über Computerbeitritt in eure Meetings kommen. Wenn ihr das nicht wollt, sondern den Leuten die Möglichkeit geben wollt, vor allem in Meetings, bei Webinaren, ist meiner Meinung nach
oft nicht sinnvoll, weil man ja viel am Bildschirm herzeigt, ja, da mit Telefon drinnen zu sein. Aber dann schaut bitte, dass dort nicht drinnen steht Einwahlnummer der USA. Ja? Und wenn ihr eben über Zoom die Einladungen verschickt per E-Mail, dann steht das drinnen. Ja? Und das ist auch nicht gut. Das heißt, entweder ihr verbietet überhaupt den Beitritt per Telefon oder auf der anderen Seite, weil es gibt ja auch für die meisten oder eigentlich für alle Telefone eine App, ja, mit der man bei Zoom mitmachen kann. Es ist nicht unbedingt notwendig, da jetzt wirklich per Telefon dabei zu sein. Entweder ihr verhindert das oder ihr schickt diese Telefonnummern nicht weiter, so mache ich zum Beispiel, oder ihr stellt einfach ein, dass Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz teilnehmen können. Was ja auch wieder doof ist, weil vielleicht habt ihr ja Kunden zum Beispiel in Dänemark, ja, oder in Tschechien oder in Ungarn oder sonst irgendwo. Also ich mache diese Telefonnummer-Weitergabe mache ich prinzipiell gar nicht. Ja. Aufzeichnungen, auch so eine Geschichte. Ja. Wenn ihr Aufzeichnungen macht, das heißt, ihr nehmt auf, was im Zoom-Raum passiert, egal ob das ein Bildschirm jetzt geteilt wird oder ob es eben nur so Kopfmeetings sind, ja, bitte speichert die nicht in der Cloud. Ja? Wieso nicht am Computer? Wieso muss das in der Cloud gespeichert werden? Ja? Das Speichern selber fängt ja wirklich erst an, wenn das Meeting beendet ist, dann fängt also der Computer an zu rödeln und das runterzuladen und zu konvertieren in eine MP4 beziehungsweise auch in Audiodateien. Das muss man nicht in die Cloud legen. Ja? Das ist halt auch wieder ein Sicherheitsfaktor. Ich weiß, ich sehe einige Kommentare, ich gehe die dann nachher durch, lass mich da nur fertig denken sozusagen. Ja. Wenn ihr mit 1:1 Kunden noch dazu in heiklen Berufsgruppen, wie zum Beispiel Ernährungsberater oder ähnliches arbeitet, ja, dann nehmt bitte in euren Vertrag, den ihr mit denjenigen abschließt, in eure AGBs auf, lasst die Kunden von mir aus unterschreiben, dass sie mit der Verwendung von Zoom und der Aufzeichnung und der Zurverfügungstellung einverstanden sind, ja, wenn ihr ganz, 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 ganz sicher sein wollt. Noch etwas, wenn ihr ganz, ganz, ganz sicher sein wollt, dann schickt nicht den Link zum Zoom-Raum und das Passwort für diesen Zoom-Raum in einer E-Mail. Tut man auch nicht, ja, verschickt man auch nicht über WhatsApp. Da gibt es zum Beispiel ein Tool, das heißt, ich habe es gerade rausgesucht, Briefnote, ja, ich gebe dann den Link in die Kommentare hinein, beziehungsweise im Blogartikel werde ich das auch haben. Das sind selbstzerstörende Nachrichten, ja, das heißt, da könnt ihr, ich mache das mit meinen Kunden auch, wenn es um Logins für WordPress oder ähnliches geht, ja, da könnt ihr quasi eine E-Mail schicken und in dem Moment, wo euer Kunde diese E-Mail öffnet und liest, wird die zerstört am Server, ja, das heißt, verschlüsselt ist das ganze Ding auch noch, also das ist relativ sichtbar, ja, relativ sicher, nicht sichtbar, Freud. Ja, und dann, wir sind auf Facebook unterwegs, verzichtet bitte auf all die komischen Spiele mit Lieblingsfarbe, was der Name bedeutet, was auch immer bedeutet. Ja. Warum? Es hat jetzt nicht direkt was mit Zoom zu tun, aber ich möchte es an dieser Stelle trotzdem sagen. Diese Spiele sind dazu da, um Daten abzugreifen. Und zwar die Daten eurer Freunde. Ja. Nicht mal nur eure eigenen, unter Anführungszeichen, sondern die Daten eurer Freunde. Damit das überhaupt nicht passiert, würde ich sagen, bitte auf Facebook die Freundeliste, die Freundeslisten sind ja mehrere, auf privat stellen, damit die nicht jeder sehen kann. Ja, weil wenn ihr das auf öffentlich stehen habt, dass das jeder sehen kann, dann können diese Tools eben auf eure Freundesliste zugreifen und sich die Daten abziehen. Ja, also unterm Strich würde ich mal sagen, Zoom ist für viele jetzt die einzige Möglichkeit, eine schnelle Möglichkeit, eine unkomplizierte,
Möglichkeit, mit den Kunden weiter zusammenzuarbeiten, eure Seminare zu geben. Also lasst euch bitte nicht verunsichern. Schaut euch einfach die Einstellungen genauer an oder ihr kommt in den Zoom-Kurs und macht es so sicher, wie es für euch nötig ist, je nachdem eben, ob ihr 1:1 Arbeit, Kursmeetings, allgemeine Meetings, Webinare oder was auch immer mit Zoom veranstaltet. Aber bitte lasst euch jetzt nicht verunsichern und die nächste Schockstarre sozusagen nach dem C-Wort euch drin bremsen, etwas online anzubieten. Ja, also macht es so sicher wie möglich, aber kommt aus dieser Angst raus. Ja, ich habe gestern im Webinar zur Projektplanung hat auch jemand geschrieben, er hat ein ungutes Bauchgefühl. Ja, wenn ihr ein ungutes Bauchgefühl habt, dann bitte überlegt euch, woher das kommt, wieso das da ist und wie ihr das verhindern könnt, indem ihr als Moderatoren oder als Inhaber von Zoom-Räumen natürlich auch euren Kunden Informationen weitergebt, ja, dass aufgezeichnet wird, ob aufgezeichnet wird, wie sie reinkommen ohne eigenen Account, was sichtbar und was nicht sichtbar ist, Passwörter, wenn man verschickt, da haben die Kunden immer ein besseres Gefühl, als wenn das ohne Passwörter ist und. Also im Prinzip das, was ich euch jetzt schon erzählt habe. So, und jetzt gehe ich mal in die Kommentare hinein. Guten Morgen, Wilfried, Claudia, Andreas. Sehr gerne. Bea fragt, kann ich auch nachträglich die Anmeldung über Facebook ändern oder muss ich den Account dafür einmal ganz löschen? Das habe ich mich auch gefragt, Bea. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich es nicht ausprobieren kann. Beziehungsweise ich könnte einen Test-Account anlegen. Ich habe eh schon einen zweiten für den Kurs, habe ich natürlich einen Gratis-Account, einen Test-Account angelegt, weil ich Pro und die Webinar-Version habe und das sind natürlich Einstellungsmöglichkeiten unterschiedlich. Aber das könnte ich einmal machen, Bea, ja. Also lösch noch nicht, wart noch ein bisschen ab. Wenn du auf der anderen Seite damit noch gar nichts gemacht hast, ja, dann ist vielleicht Löschen auch möglich. Wobei ich auch nicht weiß, wie man den löscht. Ja, habe ich natürlich auch noch nicht ausprobiert. Angelika, ich habe den Warteraum aktiviert und wenn alle drin sind, die eingeladen sind, wird zugemacht. Genau, genau. Und der Warteraum ist übrigens auch fürs 1:1 sehr sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel einen Link, immer den gleichen Link für Orientierungsgespräche verwendet, so wie ich das mache. Der ist allerdings hübsch gemacht über PrettyLink, also nicht so richtig nur die Nummern rausschicken. Und wenn ihr jetzt im Halbstundentakt Orientierungsgespräche habt, ja, und ihr überzieht es mal ein paar Sekunden und der zweite möchte 10 Minuten vorher schon rein, dann wäre das natürlich doof, wenn der zweite Kunde beim ersten Kunden reinplatzt, ja. Und das könnte natürlich durch Warteraum verhindern. Und wie gesagt, das kann man bei jedem Meeting einzeln einstellen, ob Warteraum oder kein Warteraum, ja. Philipp sagt, man kann den Meetingraum abschließen, genau. Philipp, nein, Sie brauchen nicht den Zoom-Client. Ich weiß, dass das durch die Reihen geht, dass man das unbedingt runterladen muss. Dem ist nicht so. Wenn eure Leute draufklicken auf euren Zoom-Link, ja, um ins Meeting reinzukommen, ja klar, fangt der Browser mal an zu rödeln und den Download anzubieten. Den darf man aber abbrechen, den muss man also nicht unbedingt machen. Und dann steht ganz klein unten dem Meeting über den Browser beitreten oder sowas ähnliches. Und wenn Sie da draufklicken, müssen Sie nur mehr die Nutzungsbedingungen bestätigen und dann Ihren Namen eingeben, keine E-Mail-Adresse, ja, und dann sind Sie trotzdem im Meeting drinnen, ja. Diejenigen, die ein Meeting anbieten, brauchen einen Client, braucht man, glaube ich, eh nicht drüber reden. Ja. Andreas, der Beitritt ohne Download nur über den Browserlink muss in den Einstellungen aktiviert werden. Das ist korrekt, wobei ich denke, dass das defaultmäßig eingestellt ist. Aber da muss man reinschauen in die Einstellungen, ja. Mhm. Sabine, aber normalerweise muss man doch seine E-Mail-Adresse beim Einwählen in Zoom. Hattest du das nicht auch so in deiner Kurzanleitung beschrieben? Das kann sein, Sabine, dass das in der alten Kurzanleitung, die ich in meinem Blogartikel 2017 verlinkt hatte, noch drinnen ist. Ich habe es getestet und
da musste da die E-Mail-Adresse nicht eingegeben werden. Ich glaube, es ist anders auf dem iPad zum Beispiel oder auf dem Handy, weil da auf dem iPad und am Handy wählen sich die Leute ja über die App ein und nicht über den Browser. Ja, das heißt, die öffnen die App und müssen also dann dort eben die E-Mail-Adresse eingeben. Also das ist nicht so ganz easy peasy, aber wenn die Sache über einen Browser, über den Browser läuft, dann definitiv, ich schwöre, ich bin ohne, habe mich extra ausgeloggt, habe bei meinem Mann am Computer auch den Zoom deinstalliert, ja, und bin also ganz anonym quasi in das Meeting hineingekommen, nur eben mit dem Namen, ja. Philipp, in der kostenlosen Version geht doch nur die Telefoneinwahl aus den Vereinigten Staaten. Erst ab der Pro-Version lassen sich die Ländereinstellungen ändern. Korrekt, ja. Drum würde ich es in der Gratis-Version auch nicht aktivieren. Das heißt, wirklich nur über Computer reinkommen lassen. Das, was ich jetzt gehört und gelesen habe, ist natürlich, wenn man von jemandem, der einen Pro-Account hat, diese Einwahlnummern aus Deutschland zur Verfügung gestellt bekommt, dann könnte man die ja auch weitergeben an die Leute. Soll angeblich funktionieren. Solche Dinge unterstütze ich eigentlich nicht. Zoom ist dermaßen grandios und rettet ganz vielen momentan den A. Und deswegen bin ich der Meinung, dann bitte eine Lizenz kaufen. Was kostet das? 16 Euro pro Monat? Ja, wie schnell haben wir 16 Euro pro Monat? Ich meine, momentan nicht ausgegeben, weil wir nicht raus dürfen. Aber so vom Prinzip her bin ich dafür, wenn mir ein Tool mein Business ermöglicht, Geld bringt, mir Zeit spart, ja, Spaß macht, was auch immer, dann zahle ich gerne dafür. Ja? Angelika, ich schließe von vornherein eine Aufzeichnung aus, dann fühlen sich manche wohler. Man kann sie, geht natürlich Angelika, man kann sie natürlich darauf aufmerksam machen, woran sie sehen, ob jemand aufzeichnet oder nicht. Ja, das wird ja, egal wer von den Teilnehmern aufzeichnen würde, sehen das alle anderen. Philipp, deswegen kann man ja trotzdem jeder Teilnehmer mit einem Screen Recorder das Meeting digital abfilmen. Ja, so ist es. Ja, aber dann gehen wir bitte in die Steinzeit zurück, ja, und stoppeln das Internet ab. Es ist nichts geschützt, ja. Mich haben auch gestern die Leute im Webinar gefragt, ob sie von mir die Präsentation bekommen. Die gebe ich nicht aus der Hand, aber mir ist klar, dass Printscreens gemacht werden. Ja, so ist es. Natürlich kann man das nicht verhindern, Philipp, aber wie gesagt, ein bisschen Vertrauen gehört auch dazu, ja. Katrina, gibt es irgendwo einen Mustervertrag für mich und meine Klienten? Nicht, dass ich wüsste. Ja, nicht, dass ich wüsste. Du müsstest, Katrina, so und so einen Vertrag, wenn du einen weitergeben möchtest oder abschließt, einen schriftlichen mit deinen Kunden müsstest du so und so haben und dann gibst du den Passus einfach hinein. Aber es ist natürlich nicht immer ein schriftlicher Vertrag notwendig. Ja, aber man kann das zum Beispiel ins E-Mail, in die Einladung zum ersten Meeting kann man das reinschreiben. Ja, und ich habe im Kurs auch, die werde ich vielleicht auch erweitern, ist vielleicht auch keine schlechte Idee, habe ich Vorlagen für eure Kunden, du und sie, mit Aufzeichnung, ohne Aufzeichnung, Webinare, Meetings und so weiter. Aber da könnte man auch noch einen Passus hineinschreiben, ja. Gerne, Philipp. Andreas, der Warteraum kann übrigens in Maßen mit Logo und eigenem Text angepasst werden. Ja, aber leider nicht individuell pro Meeting. Das ist halt für alle immer gleich, aber ist trotzdem besser als gar nichts, ja, oder der normale Warteraum. Ja? Margot, es gibt eine Einstellung, bei der man Meeting über Browser erlauben muss. Das verstehe ich jetzt nicht gar, ja, in den Einstellungen, genau. Aber also bei mir war es defaultmäßig eingestellt schon, dass das Beitreten über den Browser funktioniert. Ich habe für den Kurs ja so ziemlich alles angeklickt und angeschaut, was es in Zoom gibt. Marina, Daniel, schau dir das mal an. Hilft für den Anfang, okay. Lisa,
Über die App bzw. PC-Client braucht man auch keine E-Mail, okay? Gut. Mich haben Sie gefragt nach E-Mail, aber das kann natürlich auch von unterschiedlichsten Umgebungsvariablen abhängen, sage ich jetzt einmal. Andreas, die lokale Aufzeichnung für die Teilnehmer kann abgedreht werden, klar, in den Einstellungen. Philipp, ich gebe alle Präsentationen heraus, nur wenn ich Wissen teile, kann es sich multiplizieren. Ich teile Wissen, jede Menge. Es multipliziert sich. Ich gebe trotzdem meine Präsentationen nicht raus, einfach weil ich Webinare auch öfter halte. Ja? Das ist so. Andreas, kein Vertrag, aber immerhin Datenschutzhinweis vom Rechtsanwalt als Word-Dokument. Dankeschön, ist also in den Kommentaren der Link dazu. Ja? So, schauen wir mal. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Kommentare gesehen. Es fällt mir bei den Live-Videos immer wieder auf, dass ich Live-Video beende, mir dann die Kommentare nochmal durchschaue. Schwupps, da sind welche drinnen, die ich vorher nicht gesehen habe. Ja. Drum, wenn noch was übrig geblieben ist, dann werde ich natürlich das noch beantworten. Okay, so. Gut, dann würde ich sagen, 30 Minuten, mein Sohn wird sich freuen für die Untertitel. Hallo Felix, sorry. Und wie gesagt, ich werde da alles Mögliche zusammenschreiben, Blogartikel veröffentlichen, weiß noch nicht, wann der rauskommt, irgendwann nächste Woche, spätestens am Donnerstag, wo ich üblicherweise meine Blogartikel rausgebe. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie schnell mein Assistentensohn die Untertitel macht, weil dieses Video natürlich auch hineinkommt. Claudia, das war klasse, Heldendank. Danke, Andreas. Danke, Philipp. Und damit noch einmal, bitte lasst euch jetzt nicht aufhalten. Verflixt noch einmal, macht's was. Ja? Es entstehen so großartige Sachen, so großartige Angebote. Lasst euch bitte von diesen, es sind keine Gerüchte, ja, aber von diesen Dingen nicht abhalten. Macht's Zoom für euch sicher genug, legt's los, habt Spaß, geht's raus, teilt euer Wissen, so wie der Philipp gesagt hat. Und dabei wünsche ich euch natürlich viel Erfolg, viel Spaß. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in den Kommentar. Ich versuche zu beantworten, was noch reinkommt. Also bis dann, ciao.